Hallo YouTube! Wir sind wieder am Start mit Pokémon Legenden Arceus. Wir haben letztes Mal ganz viel dieses Werfspiel gespielt, wo man Pokéball werfen muss gegen Ballons. Und wir gucken mal, was eigentlich unsere Hauptmission gerade momentan ist. Und zwar Hinatsu in der Zwickmühle. Schließe dich Hinatsus Besuch bei Expeditionsleiter Denboku ab. Okay, kein Problem. Dann gehen wir mal direkt hierher. Stehen ja direkt schon vor der Tür. Tangista hat schon lange kein Pokémon mehr gespielt, dann würde ich dir das hier auf jeden Fall empfehlen. Das ist so ein gutes Pokémon-Game. Dieses neue Spielprinzip ist es auf jeden Fall wert, die Erfahrung mal gemacht zu haben. Ja, aha. Hm. Oh ja, Ursaluna, sagst du. Also können auch Pokémon, die keine Könige oder Königin sind, in Rage geraten. Von Diamond Perla habe ich zwar noch nichts gehört, aber das heißt nicht, dass wir untätig bleiben dürfen. Hinatsu, ich möchte dir vielmals danken, dass du uns über Ursalunas Zustand informiert hast. Unser Anführer ist beschäftigter, als er aussieht, und die Wächterin von Ursaluna hat mich eiskalt abgewiesen. Ihr von der Galaktik-Expedition seid die einzigen, an die ich mich noch wenden kann. Die Wächterin von Ursaluna ist Yugao vom Perkler, nicht wahr? Von allen Wächtern und Wächterinnen ist sie die starkköpfigste, sie legt großen Wert auf alte Gepflogenheiten. Mhm. Es gibt eine neue Mission für dich, Tatsumaki. Mach dich auf zum roten Sumpfland und untersuche, was mit Ursaluna geschehen ist. Du darfst auch offensiv Druck ausüben, wenn die Situation es erfordert. Okay. Man kann keine Sachen einlösen, weil das eine Aufnahme für Let's Play ist. Also sag gerne Hallo zu YouTube. Als nächstes sollst du das rote Sumpfland erkunden. Die Pokémon dort sind bedrohlicher als jene im Obsidian-Grasland. Dein Weg wird dich durch eine neue Landschaft führen, über steile Täler und Küstenklippen. Mit deinem jetzigen Mitgliedsrang kannst du dich ins rote Sumpfland vorwagen. Ich habe Informationen für dich, die dir bei deiner Mission von Nutzen sein werden. Die Wächterin von Ursaluna findest du in den Ruinen des Trostes im roten Sumpfland. Okay, also ein neues Land, das wir entdecken mussten und die Pokémon wahrscheinlich viel, viel stärker sind als unsere gerade momentan sind. Aber deswegen trainieren wir unsere Pokémon fleißig und hoffen, dass sie da gut durchkommen werden. Oh. Was macht er denn hier? Tatsumaki, hast du einen Moment, um mir bei meinen Kampfübungen zu helfen? Na gut. Wir müssen anscheinend wieder gegen ihn kämpfen. Super, wenn ich mich in einem Kampf gegen dich gut schlagen kann, sollten Erkundungen kein Problem mehr sein. Aha. Er hat zwei Pokémon diesmal dabei. Mhm. Pantimimi. Und bei mir Hutao. Oh. Machen einfach direkt Flammenrad, oder? Level 19 ist der. Oh, direkt dead. Tja. Was nun? Pikachu. Das kennen wir ja schon. Tempotechnik. Oh je. Paralysiert. Greift eventuell nicht an. Und dann auch Donnerschlag dazu. Boah, geht's dir noch gut, Pikachu? Also ich würde sagen, wir nehmen direkt mal ein Item in die Hand. Und zwar etwas, was Paralyse heilt. Und das ist das hier, oder? Nein, ist es nicht. Was hilft mir gegen Paralyse? Ruhiger. Süßigkeit, Schläfrigkeit. Paralyse, hier. Einsetzen. Zack. Die Paralyse von Hutao wurde aufgehoben. Oh, ist nicht dein Ernst, ey. Ich hab noch mehr von diesen Bären, ne? Du suchst das voll in das Game rein, ist ja auch ein geiles Game. Oh, ist dir daneben gegangen, Pikachu? Servus, Elbato. Pikachu down! Oh je, nach dieser Niederlage wird Pikachu sicher wieder sauer auf mich sein. Yeah, Levelaufstieg. Du bist wirklich stark. Kein Wunder, dass du gegen einen König bestehen konntest. Hier, du bekommst eine neue Anleitung von mir. Und zwar... Schleichsprays. Was bedeutet das?
Die anderen Herstellung eines Schleichsprays. Drei Schutzblumen und eine Pfobeere. In letzter Zeit treten vermehrt Verzerrungen des Raumzeitgefüges auf. Einmal habe ich in eine dieser Verzerrungen gelugt und ein tolles Item entdeckt. Ich wollte nur schnell hineinschlüpfen und es mir schnappen, doch drinnen wimmelte es von starken Pokémon. Ich bin nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Sei bloß auf der Hut. Also dann, auf zur Sumpflandbasis. Hey, deine Twitcher, dankeschön für den Sub, du geile Stecke. Küssen gehen raus. Ich kann direkt einfach dahin. Ja dann, easy. Keine Spoiler hier bitte in den Chat. Gut, dass ich weiß, was Palkia ist. Der Kosvaran, ein herzliches Hallöchen. Das ist also die Sumpflandschaft. Bin mal gespannt, was es hier für Pokémon gibt. Pokémon. Das hier ist das rote Sumpfland. Hier gibt es unter anderem Pokémon, die Gift einsetzen. Oh no, deine Mission ist wirklich nicht ohne. Du willst zu den Ruinen des Trostes, oder? Sie liegen in dieser Richtung. Schau, man kann sie schon von hier aus sehen. Okay, das sind wohl die Ruinen. Ich frage mich, wann und wo so eine Verzerrung des Raumzeitgefüges das nächste Mal auftritt. Vielleicht können wir sie auf der Karte sehen. Oh damn, ja, sieht so aus. Auf dem Berg war auch ein Raumzeitgefüge. Verzerrung des Raumzeitgefüges sind gefährliche Orte, an denen mächtige Pokémon lauern. Wenn du aber mutig genug bist, sie zu betreten, kannst du dort auf seltene Pokémon oder Items stoßen. Und dann widmet euch mal voll und ganz der Pokémon-Forschung, ihr zwei. Aber passt auf, dass ihr euch nicht übernehmt. Falls euch die wilden Pokémon zu stark sind, sucht vielleicht mal den Übungsplatz auf. Dort kann Belila dafür sorgen, dass eure Pokémon starke Attacken lernen. Aha. So, erstmal ein Schlückchen nochmal nehmen. Prost an alle. So, können wir noch was herstellen? Let me see. Tatsache, können noch ein paar Superbälle herstellen. Von denen haben wir noch genug dabei. 30 von denen, 45 von denen. Schwerbälle könnten wir sogar noch ein paar herstellen. Dafür ist der Erfolgsquote hoch, wenn er auf ein unaufmerksames Pokémon trifft. Das ist eigentlich nicht schlecht. Von denen haben wir nur 16 Stück. Lass mal noch 14 machen, haben wir 30 von denen dabei. Sehr cool. Ereignet sich besonders zum Fangen flinker oder fliegender Pokémon. Oh. Von denen haben wir 14 Stück. Lass mal auch noch mal 16 machen. Können wir nicht. Machen wir einfach 5 Stück. So, Beleber haben wir erst nur eine dabei. Ich denke, wir machen noch mal 3 Stück von denen. So, von denen haben wir nur 2. Von den 4. Ich glaube, wir brauchen normale Tränke. Können wir auch ein paar machen. Wir haben jede Menge Fitloch dabei. Nehmen wir noch 5 Stück davon mit. So. Okay, dann. Oh, eine Nebenmission. Wie viel kostet das Spiel? Ich habe es für 60 online gekauft. Das gibt es aber auch billiger für 47 teilweise. Hey, du da. Du bist doch das Mädchen aus dem Forschungstrupp, über das alle reden. Es gibt da etwas, bei dem du mir unbedingt helfen musst. Ich will mehr über das anmutige Pokémon namens Roselia erfahren, an dessen Händen wunderschöne rote und blaue Blüten wachsen. Ich habe mich extra zu den güldenen Feldern aufgemacht, nur um Roselia zu beobachten. Aber das reicht mir nicht mehr. Wärst du so lieb, mir Roselias Pokédex-Eintrag zu zeigen, sobald du ihn vervollständigt hast? Das können wir gerne machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, welches Pokémon wir uns gönnen werden demnächst. So, du bist unaufmerksam, habe ich gehört. Ist es einfach verschwunden? Nee, das ist. Oh. Die fliegen nicht so weit. Wir probieren es einfach mal so. Das funktioniert. Ich hoffe, der bleibt drin. Yes! Du hast mich nicht gesehen. Du bist unaufmerksam. Zack! Wow, man muss echt super nah an die rangehen. Level 18 sind die. Oh mein Gott, die sind cool. Ich will unbedingt eins von denen im Team haben und daraus eventuell ein Gengar machen. What? Du, kleines Mistvieh. So. Nice. Aber ich bin... Man kann ja Pokémon tauschen und sowas. Ich bin gespannt. Ob diejenigen, kann man das hier fangen? Nee. Ob diejenigen dann auch nur sich entwickeln, wenn man sie tauscht. Ich hoffe nicht.
Achso, das ist so ein normaler Ball. Lang. Zack. Suchst du Cutter für deine YouTube-Videos? Eigentlich gerade nicht. Aber falls ich mal irgendeinen finden sollte, werde ich dazu wieder eine Ausschreibung machen. Das ist kein Problem. So, was ist mit dir? Sollen wir da mal einen Superball einsetzen? Ja, oder? Ich glaube schon. Zack. Ist das ein Pokémon? Ich glaube, das ist ein Pokémon, oder? Was ist das denn für ein Pokémon? Venuflipis. Da kann ich auch einen anderen Ball einsetzen, oder? Ja, Tatsache. Nice. Auf ins hohe Gras. Zack. Du hast mich nicht gesehen. Oder doch? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber du bist jetzt mein. Boah, Level 20. Eins fangen wir noch. Zack. Oh, ich hätte so Bock auf den Gengar. Es gibt ein Item, was den Tausch simuliert. Das ist geil. Okay. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Danke für den Hinweis. Solche Hinweise sind okay, aber zu krasse Spoiler, dann bitte doch nicht, auch was Story angeht und so. Da hinten ist so ein Irrlicht. Kommen wir da rüber? Denkt ihr, wir können da rüber springen? Doch, oder? Ich glaube schon. Hiya! Oh, yes. Gib, gib. Yeah, boy. In diesem Gebiet finden sich noch weitere 19 Geisterlichter. Zack, was befindet sich hier unten drunter? Ah, ein Kleinstein. Soll ich mal welche fangen oder soll ich sie besiegen? Sollst du lieber besiegen? Es ist 24, ne? Ich weiß nicht. Ja, komm. Aquawelle. Rein da. Sehr effektiv. Dead. War keiner. Entschuldigung, aber trotzdem. Alles gut, alles gut. Wenn es keine Spoiler sind, ist doch alles in Ordnung. Ja, noch ein Kleinstein. Level 23, ja. Die Aquawelle. Dead. Sehr schön. Okay. Jetzt nur die Frage, wie kommen wir hier wieder runter? Meine Tasche ist voll. Was? Ach nö. Warte mal. Was habe ich denn alles dabei? Oh, was ist das denn? Leistungskeys, yes. Einsetzen, denk mal bei Hutao hier. Die Initiative würde ich gerne erhöhen. Dankeschön. Dann haben wir hier Sternstaub, der ist von geringer Wert. Ja, ich kann den nur wegwerfen und sowas, ne? Muss mal kurz sortieren. Wir haben so viel Zeug dabei, krass. Ja, das nehme ich wieder mit. Das ist schon... ja, wir kommen jetzt zurück. Einfach teleportieren, oder? Ja, das geht. Das ist so Sumpfland-Basis. Mino, moin, was geht? Wir fangen Pokémon. Haben wir genug Pokémon gefangen schon? Ich würde noch ein paar fangen. Und ich würde gerne auch mal gegen so Nebula kämpfen. Was ist denn da gut? Ist da Fee gut? Ich glaube, Fee ist gut, oder? Wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es einfach mal aus. Zack, hier, bitteschön. Dili, dili. Stufe 20. Ja, ich steck einfach Erstaunen ein. Ja, sehr erstaunlich. Das muss man sehen. Nicht sehr effektiv. Oh, und wirkungslos. Ja, das, gut, dann versuchen wir den einfach direkt einzufangen. Also Fee-Pokémon ist absolut nicht effektiv gegen Geister-Pokémon. Das haben wir jetzt gelernt. Aber Superbälle sind sehr effektiv gegen die. Okay, sollten wir nicht mehr machen. Einsatz von der Stauner gesehen. Sehr schön. Gut, dass wir das jetzt auch gefangen haben. Wir haben jetzt bestimmt mehr als 10 Pokémon zusammengefangen. Hoffe ich mal zumindest. Gehen wir zum Professor. Wir haben erst 9 gefangen. Okay, einen wissen wir noch. Dann kriegen wir nämlich einen Bonus. Komm, fangen wir den hier nochmal. Den haben wir nur einmal gefangen bisher. Hier, Superball. Oh, nee. Jetzt ist er wütend. Warte mal kurz. Dann gehen wir mal kurz von dem weg. Hab ich... Ach, ist nur ein Anton. 2 Entons. Noch mehr Entons. Ach, wollen die mit bekämpfen?
Nee, warte, 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 warte. Du kämpfst nicht gegen mich. Ich will... Der Puck. Aua! Hörst du auf? Jetzt hat er mich auch entdeckt. Nee, doch nicht. Zack. So. Und danach zum Professor. Nice. So, jetzt gehen wir ab. 10 Pokémon haben wir gefangen. Nur gegen Unlicht. Geist ist gegen Geister effektiv. Echt? Okay, dann wissen wir das jetzt. So, let me see. Boah, 3000 haben wir. Das ist jetzt 20.000 Poké-Dollar. Das heißt, wir könnten eigentlich nochmal zurück ins Dorf und dort unsere Tasche erweitern. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Taschenplätze. So, Gleichheit ist voll, Igelava ist voll, Nebulak ist auch schon voll. Perfekt. Aber da ist noch nicht voll. Macht nichts. Okay, gehen wir zurück. Na, sind ein paar Punkte. Besser als nichts. Ich möchte gerne ins Dorf zurück und Taschenerweiterungsplätze kaufen. So, und dann tauschen wir Nebulak ein ins Team, weil ich würde gerne Gengar haben. Müssen wir gucken, ob wir dann irgendwann ein Item bekommen, was den Tausch simuliert. Ja, was kostet? 7000 mittlerweile. Holy crap. Immer schön viel trinken. Yes, definitiv. So, ein Platz mehr. Komm. Ja, noch einmal 8000. Boah, es wird echt teuer, Mann. Nächstes Mal 9000, dann 10.000. Aber jetzt haben wir 2 Plätze mehr. Das ist schon mal sehr von Vorteil. Vielen lieben Dank. Dann auf zurück ins Lager. Müssen wir eine Runde husten. Moment. Mensch, Mensch. Dafür lässt es aber zu wünschen übrig für das neue Pokémon. Ja, das stimmt. Aber es liegt auch daran, dass die Switch halt nicht so eine große Leistung hat. Und hier halt vieles... Dinge gleichzeitig passieren. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es mindestens Full HD wäre. Ne, es ist ja Full HD. Ja, aber die Ränder sind also abgehackt, das stimmt. Würde sich schon was Besseres wünschen für die Switch. Ich hoffe, da kommt irgendwann mal so ein neues Modell raus, das dann auch richtig, richtig gute Hardware hat. So, dann gucken wir mal. Ich würde gerne meine Pokémon tauschen. Und zwar... 17, 18, 19. Man kann suchen, ne? Das geht. Aber man kann nicht... Kann sie nicht sortieren. Das ist, dass man das immer noch nicht kann. So 20. Das eine mit 20 dabei ist männlich. Boah, war hier Stufe 19. Guck mal, wie viel KP das hat. Das ist schon Stufe 2 hier. Hier haben wir es 2-2 Spezialangriff, Spezialwert. 2... Oh, 2-3-2. Das ist eigentlich ganz geil mit Spezialangriff. Aber die KP sind nicht so hoch. Wird tatsächlich am meisten Sinn machen bei dem 18er hier. Spezialangriff ist hoch, Angriff ist hoch und Verteidigung ist auf Stufe 3. Die native Tiefe ist nicht so hoch, aber die ist bei keinem hoch. Was nehmen wir das hier mit? So, bewegen. Aber was tauschen wir dagegen aus? Ich würde tatsächlich sagen Staravia. Ich glaube schon. So. So, jetzt bewegen wir das mal. Ich würde tatsächlich das an den zweiten Platz stellen. So. Ja, so gefällt mir das. Oh, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee, Moment. So, passt doch, oder? Ich würde schon sagen, dass es passt. Vor allem die zwei zusammen. Passt auch sehr gut. Ein Elite-Nebulak, sind die besser? Inwiefern sind die besser? Können wir mal gucken. Können wir gucken, inwiefern die dann besser sind. Die haben wahrscheinlich viel, viel bessere Werte. Oh, guck mal, noch ein Pokémon, das wir noch nicht gefangen haben. Denkt ihr, ich treffe es? Ja, oder? Noch ein bisschen höher? Voll daneben. Oh, jetzt haut es ab. Oh, doch nicht. Ah doch, es haut ab. Verdammt.
Schön, mal Schwerball fangen, sowas, zack. What? Oh, das hab ich entdeckt! Was fällt denn dir ein? Ist es raus? Ist es rausgehüpft. Hier in dem Superball. Rausgehüpft. Krass, ey. Knospi. Zack. Nee, Bullock ist schon cool. So, ist da hinten noch ein Pokémon, das wir nun... Ja, die Krabben-Pokémon hat man noch nicht, oder? Oder doch? Ich weiß nicht mehr genau. Oh, ich kann ja nachgucken, wenn ich mit anschleife. So, haben wir? Ja, von denen hatten wir schon. Und ist auch schon auf Stufe 10, also von denen brauchen wir keine mehr fangen. Warte. Zack. Oh, wir sind schon von der Zeit drüber, ne? Für die Folge. Na gut, ich fange das hier nochmal ein. Zack. Und dann gehen wir in die Ruinen. Die sind nicht direkt da vor uns. Ne. Bleibst du drin? Ja, besser ist es. So, hier. Nice. Die Coco. Das haben wir noch einen und dann speichern wir ab. Ah, ja, vielleicht den Baum da drüben auch noch. Oh, den fangen wir auch noch. Oh, das sind zwei Stück von dem. Oh mein Gott. Ja, hat die Folge halt ein bisschen Überlänge. Macht nichts. Zack. Du hast nichts gehört. Nichts gesehen. So. Ist er nicht drin geblieben? Nee, ist er nicht. Nein, macht nichts. Okay, gut. Dann nächste Folge hier. Geht's weiter. Wir speichern mal kurz ab eine Runde. Geht nicht, während wir fliegen, wie es aussieht. Oh, wir können Pokémon entwickeln. Ah, das machen wir direkt auch nächste Folge. So, also Leute, haut rein. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Vergesst nicht zu abonnieren, das Plus verschwinden zu lassen. Nicht das Plus verschwinden zu lassen. Das macht man nur auf TikTok. Die Glocke anzuschalten, bei Twitch vorbeizuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.